Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video in der MyMore Program Serie. Ich bin CJK von meetmigo.org und in diesem Video zeige ich euch das Programm Cloud GPS. Cloud GPS wurde von einem Programmierer aus der Community entwickelt, ist also nicht im Ovi Store erhältlich, sondern über dem normalen Programmkatalog. Wie man sehen konnte, startet das relativ schnell, lädt sich die Karten runter und ja, man kann jetzt so über die Karten rüberscrollen. Also es ist ein Kartenprogramm im Moment noch. Später soll es dann auch Navigation auf Basis eines Online-Service erlauben. Man kann sehr smooth, sehr flüssig über die Karten scrollen. Hier rechts oben werden die Frames per Second, also die Bilder pro Sekunde, angezeigt. Das ist jetzt zwischen 59 und 60 Bildern pro Sekunde, wie man sehen kann, sehr, sehr flüssig. Das Ganze kann man mit Übertakten bis auf 70 Frames per Second bringen. Dann kann man natürlich hier noch den dreidimensionalen Modus anschalten. Da wird einfach nur die Karte so ein bisschen geneigt, sodass das ja ein bisschen dreidimensional aussieht. Läuft immer noch sehr, sehr flüssig, sehr schön. Man kann auch näher ranzoomen. Dann müssen natürlich die Karten nachgeladen werden, übrigens von OpenStreetMaps. Soll dann auch später über Google Maps möglich sein. Aber wieso? OpenStreetMaps ist doch ganz in Ordnung, finde ich. Das Ganze funktioniert natürlich auch im Porträtmodus. Dazu muss die Tastatur natürlich zugeschoben sein. Man ändert im Porträtmodus. Und wie man sehen kann, es ist jetzt alles sehr schön im Porträtmodus. Landscape wieder, dann dreht sich das Ganze mit einem sehr schönen Effekt, wie ich finde. Ja, das war's da auch eigentlich schon insgesamt zu diesem Programm. Es gibt ein paar Tastenkombinationen, mit denen man Debugging-Modi anschalten kann, sprich Längen- und Breitengrade anzeigen und so weiter und so fort. Hier bei diesem Punkt kann man noch seine aktuelle Position anzeigen lassen. Werde ich natürlich jetzt nicht unbedingt machen. Das war's zu Cloud GPS. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert diesen Channel. Das ist der offizielle meetmigo.org Channel. Und bis zum nächsten Video.